بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind immer noch mit Elmudut und heute mit unserer Folge werden wir Al-Maddul Munfasil lernen. Wir hatten letztens Al-Maddul Muttasil, wo wir dann den Elif oder den Waw oder den Ye hatten und danach im selben Wort ein Hamza. Hier ist das das Gegenteil. Und zwar haben wir ein Elif oder ein Waw oder ein Ye und danach auch ein Hamza, aber in zwei verschiedenen Wörtern. Und wir haben letztens gesagt, dass wir, damit wir unterscheiden können, ob das jetzt ein Wort ist oder zwei Wörter sind, dass der Hamza beim Al-Mad Al-Muttasil in der letzten Folge ein ganz normaler Hamza ist ohne Elif, ohne dem Strich. Und hier das Gegenteil. Der Hamza wird jetzt hier einen Elif haben, wie ihr es in den Beispielen vielleicht sehen könnt. Wegen den Verlängerungseinheiten, so hat man hier die Wahl von 2, 4 oder 6. Wie im letzten Unterricht, wenn man eine gewählt hat, also wenn man 2 gewählt hat, muss man in allen anderen auch 2 machen. Wenn man 4 gewählt hat, muss man in einer anderen auch 4 machen. Oder wenn man 6 gewählt hat, muss man dann eben immer 6 machen. Das ist auch abhängig von der Leseart. Ist man langsam, dann sollte man die 6 benutzen. Ist man mittelhaft, in der Mitte, dann 4. Ist man ein wenig schnell, dann 2. Wir haben hier 3 Beispiele. Das erste Beispiel ist zum Beispiel Inna anzalnahu. Das ist zum Beispiel 2. Wenn wir 4 machen möchten, Inna anzalnahu oder 6, Inna anzalnahu. Und genauso bei den anderen Beispielen, Qalu inna. Jetzt habe ich hier zum Beispiel 6 gemacht und beim dritten mache ich jetzt auch 6. Inni ana. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.